Hallo, Übung 43, Schwierigkeitsgrad leicht, Dehnung der Rumpfmuskulatur im Sitz. Setzen Sie sich, wenn möglich, nach hinten auf einen Sessel. Ich zeige Ihnen nun drei Möglichkeiten, die Rumpfmuskulatur zu dehnen, also drei Positionen. Halten Sie jene Position, in der Sie sich am wohlsten fühlen und in der Sie ein angenehmes Dehngefühl verspüren. Für die erste Position, für die Dehnung der linken Rumpfseite, greifen Sie mit Ihrer rechten Hand zu Ihrem linken Oberschenkel, richten Sie Ihren Oberkörper auf, so als ob Sie eine Medaille präsentieren wollten, und drehen Sie sich, soweit es geht, nach links. Halten Sie dabei Ihren Nacken lang. Lösen Sie die Dehnposition auf, indem Sie die Hand von Ihrem Oberschenkel weglegen und den Oberkörper langsam wieder zur Mitte bringen. Das war Position 1. Für Position 2 greifen Sie nach links mit beiden Händen zur Sessellehne und drehen Sie Ihren Oberkörper, so weit wie es für Sie angenehm ist, zur linken Seite. Halten Sie dabei die Schultern locker und Ihren Nacken lang. Sie können den Blick leicht nach unten gerichtet einstellen. Halten Sie die Position für 20 bis 60 Sekunden. Lösen Sie langsam die Hände von den Armlehnen und kommen Sie wieder zur Mitte zurück. Bleiben Sie kurz in dieser Position. Und wenn es für Sie angenehm war oder noch kein Dehngefühl entstanden ist, können Sie gerne die dritte Position versuchen, indem Sie sich wieder nach links zur Seite drehen und versuchen, mit der rechten Hand die Armlehne zu fassen und mit der linken Hand hinter die Armlehne zu greifen. Der Oberkörper bleibt aufrecht, die Medaille wird wieder präsentiert und der Blick ist leicht nach unten gesenkt. Halten Sie die Position für 20 bis 60 Sekunden. Lösen Sie die Position wieder langsam auf, indem Sie beide Arme wieder nach vorne bewegen, den Oberkörper wieder zur Mitte rotieren und in der Sitzposition ankommen. Je nachdem, welche Position für Sie am angenehmsten war, können Sie diese im Alltag einbauen. Versuchen Sie jedoch stets bei den Dehnübungen einen kontrollierten Atemfluss zu halten. Für die rechte Seite fahren Sie genauso vor wie für die linke Seite. Nur, dass Sie mit der linken Hand zum rechten Oberschenkel, zur rechten Sessellehne oder zur Rückenlehne greifen.